Mr. Wine Wood, please subscribe. So, und schon sind wir wieder zurück in unserem weißen Testarossa von letzter Folge. Ich habe mir hier nur einen kleinen Cut gemacht und mache gleich weiter mit der nächsten Folge. In unserem sonnigen weißen City. Ich würde sagen, wir machen jetzt mal eine andere Mission, dass wir mal ein bisschen eine Abwechslung reinkriegen. Und zwar fahren wir mal hier ein bisschen weiter rein in die Großstadt. Oder beziehungsweise in den großen Stadtteil von Vice City. Da waren wir ja aktuell noch gar nicht. Ich würde einfach sagen, dass wir uns erstmal schön unser Fahrzeug reparieren lassen, damit wir noch ein bisschen fahren können. Das sind die netten Herren, die nicht so gut auf uns zu sprechen sind. Ich weiß gar nicht, warum die schon wieder so aggressiv sind auf uns. Wahrscheinlich haben wir ihnen ein bisschen ans Bein gepinkelt. Müssen wir uns ja nichts draus machen. Ich würde jetzt gerne mal zu dem Totenkopf fahren, um einfach mal wieder ein bisschen dieses Love-Fist-Feeling zu kriegen. Das ist die fiktive Metal-Band in Vice City. Das fand ich eigentlich früher immer ganz geil, die Missionen. Und werden wir jetzt mal geschmeidig hingeiern. Mal abchecken, was bei den Jungs los ist. Vielleicht kaufen wir uns vorher noch ein bisschen Munition. Jetzt müssten die ganzen neuen Waffen freigeschaltet sein normalerweise. Gehen wir erstmal hier rein. Ich hätte auch gerne noch ein paar andere Klamotten. Das können wir jetzt aber aktuell nicht ändern. Der 357er, ja, den möchte ich gern. Der schießt richtig gut. Der hat einen guten Durchschlag. Die MP möchte ich auch gern austauschen. Die möchte ich auch gern. Da haben wir schon was. Da holen wir uns ein bisschen Schuss. Ist aber alles ganz schön teuer. Ganz schön teuer, ey. Die Weste haben wir noch. Brauchen wir nicht, Gott sei Dank. Raketenwerfer haben wir. Eigentlich sind wir komplett ausgerüstet, was wir so brauchen. Wenn wir nicht zu blöd zum Auto fahren wären, dann wäre das Ganze noch besser. So, dann gehen wir hier mal zu dem K-Rock. Ich hoffe, dass für meine netten Freunde von der GEMA hier nicht so eine großartige Musikszene ist mit irgendeinem geschützten Lied. Love Juice. Yes! Brilliant, bloody brilliant! Hey, Tommy! Glad you could make it. Hey, you ever met Love Fist before? No, I haven't, but I've always loved your music. Let me introduce you to the band. This is Percy, Dick, and Willie's in the Kazi, and that was Jez in the booth earlier. And guys, I want you to meet a good friend of mine. This is Tommy. We go way back. Hey, pal. And what was your name again? Leave it out, Jez, you remember. Love Don't be Dick. Playing them games with me, Jesus. Mate. I'm too crafty for that sunshine. English play. Good one in America. Look, the thing is, Tom, mental. The boys need some help. They ain't too connected here. They don't have the old hands, your father. We need some drugs, pal. Gotta get on the old Love Fist Fury, you know? Yeah. Well, this is Vice City, man. What's the problem? Love juice, man. We need love juice, man, can? Love juice? Aye. Two parts boomshine, one part trumpet, five fizz bombs, and a liter of petrol. Can you help us out, pal? Oh, we really mean a lot you to the boys. You can do that for the boys, right? Klar kann ich denen helfen. Ich bin der Mann fürs Grobe. Was ist los mit euch? Was zum Teufel ist los? Computer? Bist du noch da? Ja, sieht gut aus. Sorry, muss ab und zu mal kontrollieren. Hatte schon ein paar Probleme mit der Aufnahme, wo ich dann aufgenommen habe und dann war hinterher nichts mehr auf der Festplatte. Jetzt bin ich da ein bisschen vorsichtig. Bin ja noch in Übung, sage ich mal. So, war nicht die weiseste Entscheidung, hier so ein Motorrad zu nehmen bei dem Wetter. Gucken wir mal. Ist ein Auto oder ein Motorrad? Ich habe ein Motorrad. Ich weiß nicht, ob das so gut war, dass wir hier mit dem Motorrad unterwegs sind. Ich hole dich schon, brauchst ja keine Gedanken machen, Freundchen. Ein Glück, dass es regnet. Das wird ein richtiges Desaster wahrscheinlich. Aber ich habe mir eine neue MP gekauft. Über die wirst du dich bestimmt sehr freuen, mein Freund. Oh nein. Oh nein, ey, das kann doch gar nicht sein. Ich war doch keine 5 Meter weg. Erzähl mir doch keinen Scheiß. Jungs, ich bin weg. Holt euch eure Drogen woanders. Mir scheißegal. Wirklich. Lass mich doch nicht verarschen von euch. Ich gehe jetzt zu jemandem, der meine Fähigkeiten schätzt.
kann doch wohl nicht wahr sein. So eine Verarsche. Ist noch keine 10 Meter weg und ist schon Mission fehlgeschlagen. Ich sitze hier auf einer PCJ. Ich wäre locker hinterhergekommen. Locker. Naja, fahren wir erstmal zur Mama. Mama González oder wie sie heißt. Versuchen bei ihr Glück. Ich will mich nicht mehr so festreiten auf irgendwelche Missionen. Ich will euch ein bisschen eine Abwechslung bieten hier. Mysteriöses Pulver. Wow. Wow. Come in, my dear, and rest your soul. You must be the big bad man my granddaddy been chatting about. Tell me things about you, you know. And about the others who wait for you. Now, we all dead from long time, but you, I wouldn't want to be in your shoes. I got a message to come here. Can you hear them? Them calling your name, boy, must want you pretty bad, don't you think? Now, you do old Auntie Pulea Turner. Maybe she help you. Maybe she can give you a little juju after all of this. Give you some magic to give the llama a little juju. Look, this is all very, give me what? I think I got the wrong address. Give me these things, Tommy. Ist alles gut, Tommy. Setz dich hin, geh auf die Vibes, genieß es, Alter. Been making my boys shake their heads. Now they told the policeman where me been stashing my powders. They think it drugs. Them stupid. Now be a good boy, Tommy, and go the powders for Auntie Pule. Yeah, sure. Tommy macht, was die Tante sagt. Das finde ich gut. Das ist ein fleißiger Mann, der Tommy. Ein ganz fleißiger Mann. Eigentlich sind wir ja die Fleißigen. So, jetzt fahre ich mal lieber mit dem Voodoo. Bevor uns hier wieder irgendwas Dummes passiert mit dem Motorrad. Oh nein. Ja, gerade noch so. Schauen wir mal, wo wir hier hin müssen wieder. Die Gasse kenne ich schon. Noch haben sie nichts gegen mich anscheinend. Yes. Don't move a muscle, chump. Ich ahne Schreckliches. Ja, Klassiker. Kommt natürlich hier wieder. Gut, jetzt das nächste. Wiederholungstäter. Ich bin doch kein Wiederholungstäter. Haut ab. Lass mir meinen Frieden. Das werde schon ich entscheiden. Komm, schnell. Nein. Lass mich doch mal fliegen, nein, das gibt es nicht. Mist. Kein Auto mehr. Mist. Das regt mich richtig auf. Ich weiß nicht, was los ist. Ich habe ein bisschen geträumt anscheinend. Ich weiß auch gar nicht, warum ich so behindert flüstere hier die ganze Zeit. Jetzt hätte ich irgendwas zu verstecken. Ich könnte mal ein bisschen lauter reden. Dann würde ich mich vielleicht selber auch ein bisschen besser verstehen. Ich weiß überhaupt nicht, wo ich hier hinrenne, Leute. Ich habe keine Ahnung. Aber anscheinend... Na, war ja klar, dass hier eine Sackgasse ist. Wir müssen es schaffen einfach. Ich möchte keine Mission mehr doppelt machen müssen. Los. Um Gottes Willen, das geht ja auf Zeit. Ich hab's ganz vergessen, dass das auf Zeit geht. Haben wir es wieder nicht geschafft. Gib Gas, Tommy, gib Gas! Oh, vielen Dank, lieber FBI-Beamter. Vielen, vielen Dank. Gott sei Dank haben wir es gerade noch geschafft, in dieser Sekunde, bevor die Zeit abläuft. Um Gottes Willen, Leute. Um Gottes Willen. Tommy, komm, du schaffst es. Junge, du schaffst es. Nein, lass mich.
Ich schwör's, mich macht es so aggressiv. Ich kann mir nicht helfen, echt. Wirklich. Immer kurz vorm Schluss und dann ist dein ganzes Zeug weg. Dein Geld ist leer. Und... Ach, nee. Es macht mich echt verrückt. Es macht mich echt verrückt. Jetzt müssen wir uns wieder alles besorgen. Wir müssen denselben Mist wieder machen. Es regt mich einfach auf. Und immer nur wegen so Kleinigkeiten. Immer nur wegen solchen Kleinigkeiten, ey, das regt mich richtig auf. Ich kann es nicht verstehen. Ich kann es nicht verstehen. Ich muss kurz eine Schweigeminute einlegen. Kein Geld mehr. Alles weg. Es ist wirklich so ärgerlich. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Also mir fällt eigentlich nichts dazu ein. Das ganze Geld ist alles weg, was wir hatten. Es ist alles weg. Ich brauche dein Auto. Oder dein Motorrad. Hau ab. Jetzt meins. Sponk. Wie gesagt, ich mache keine Missionen mehr doppelt hintereinander. Ich probiere mich dann lieber an der nächsten. Bevor wir da auch wieder scheitern werden, da habe ich überhaupt gar keine Lust drauf. Ich will, dass es Spaß macht. Ich will, dass es euch Spaß macht. Ich will, dass es mir Spaß macht. Ich will, dass es ihnen Spaß macht. Ich will, dass es der ganzen Welt Spaß macht. So. Ich sorge dir die Zutaten für den Love Juice. Das Motorrad ist noch da, Gott sei Dank. Und diesmal werde ich ihn mir schnappen. Das Wetter ist schön, die Straße ist trocken. Diesmal kriegt er seine gerechte Strafe. Der Dealer, der hier uns schön abzieht. Kriegt die... Ich kann es einfach nicht verstehen. Ich kann es nicht verstehen. Drück auf die Hupe. Meine Güte, jedes Mal dasselbe. Jetzt stelle ich mich gleich so hin, dass ich wegfahren kann. Hey. Schauen wir mal, was er jetzt macht. Hm. Ich werde mir dich schon holen jetzt gleich, mein Freund. Da brauchst du ja keine Gedanken machen. Nein, Tommy, was ist denn los mit dir? Nein, 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 es ist wieder fehlgeschlagen. Es läuft einfach nicht, Leute, es läuft einfach nicht heute. Ich weiß, es nervt, aber dann müssen wir eine andere Mission probieren. Ich probiere so lange Missionen, bis wir irgendeine schaffen. Irgendwas müssen wir doch zustande kriegen in dieser Folge. Ich kapiere es nicht. Ich kapiere es einfach nicht. Was gibt's hier? Verlangsamungspillen. Zeitlupenpillen. Die will ich jetzt nicht. Meine Güte, pass doch auf, wo du hinfährst. Gottes Willen. Wird ein bisschen eine ruhigere Folge. Ich halte einfach mal meinen Mund. Vielleicht hilft das was. Wenn ich einfach ganz ruhig und still bin, vielleicht kommen wir dann zu unserem Ziel. Probieren wir mal unsere der Mission hier. Vielleicht schaffen wir es. Ich weiß es nicht. Papi! Ein Problem, Tommy. Papi!
Un gran problema. Humberto, my son, what happened? Un gran problema. They messed with me. They messed with me for the last time. What is your problem? We'll take them out. Ich glaube, die haben auch schon probiert. I lost a few hermanos already out there. Ich glaube, das wird heute ein Triple. You drive good. For a woman, right? This is no time for joking. Come on, drive for me again. Amigo, take my boys over there. If they mess with me, they mess with the biggest boy in town. Haben wir die nicht schon gesehen, diese Mission? Dieses Intro? Das kommt mir irgendwie bekannt vor. Mit Spielglück. Ich hoffe, dass es diesmal klappt. Ich sorge dir ein Auto und sitze die Kubaner vom Café ab. Ja, jetzt fahren natürlich nur Cabrios hier rum, ist klar. Hey man, that's not fair. We will eliminate all the Cubans. Don't worry, man. Give me that back. The whole family with me, man. Gib das Auto her und verschwind. Bin ich gespannt, wer hier alles mitfährt. Ich nehme mal die Gamer-Position ein. Ich gehe ein bisschen nach vorne. Das Leute steigt ein. Ich bin gespannt. Wenn wir die Mission jetzt verkacken, wird eine lange Zeit Schluss sein mit Vice City, glaube ich. Egal, wie gerne ich das Spiel habe. Alle, die es gern gucken, könnt ihr euch jetzt schon mal sicher sein, dass es vernichtet wird. Gott sei Dank ist es keine CD, sondern ein Download. Wir werden es hinkriegen. Wir werden es hinkriegen. Ich bin mir ziemlich sicher. Ich habe diesmal ein gutes Gefühl, weil irgendeine Mission müssen wir ja mal schaffen. Es sind wirklich Fehlschläge über Fehlschläge. Ich bin gespannt. You trying to kill me or something? I don't think that's what I wanted. I don't want any trouble, man. Ich bin Tommy Vercetti. Der schlimmste Albtraum. Und das Auto explodiert gleich schön, sehr gut. Fast alle mitgenommen. Now my brother, charge! Hinten gibt's ein Scharfschützengewehr umsonst. Ich glaube, die Mission ist hart. Nein, das ist ein Sniper. Nein. Er hat es halt abrasiert. Nein. We need reinforcements from the cafe. Jetzt kommen sie mit dem Taxi. Das ist sehr gut. Ich bin extrem angespannt, bin in der Gamer-Position und ich bin richtig guter Dinge, dass wir es schaffen. Wirklich, ich habe jetzt wirklich ein richtig gutes Gefühl. Alle haben ihre schönen Hosen und den T-Shirts an. Munition haben wir wenig. Ich weiß, ich soll mich um den Sniper kümmern. Der Revolver ist geil. Den finde ich toll, das ist wie Schießbuden. Wie eine Schießbude hier. Komm raus. Noch einer. Da sind viel mehr, wo die herkommen. Noch einer. Das muss ein Fehler sein. Noch einer. Das muss ein Fehler sein. Das kann doch gar nicht wahr sein. Wo kommen denn die her? Ist da ein Nest? Das kann überhaupt nicht wahr sein. Es kann überhaupt nicht wahr sein. Es kann doch nicht von dem Sniper abhängen, oder? Muss ich wieder ganz kurz überlegen, wie das Zoomen gegangen ist. Ah. So, Freundchen. Schalte die restlichen Gangster aus. Jetzt auf einmal. Oh. Feierabend, Freunde. Feierabend.
Nein, da kommen noch mehr, bitte nicht. Nein, nein, nein. 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 Tommy. Steig ein, Tommy. Steig ein. Steig ein. Mission fehlgeschlagen. Leute, ich bin für die Mission draußen. Für diese Aufnahme bin ich draußen. Habt einen schönen Abend. Servus. Mr. Wine Wood, please subscribe.